Don Balbano, es ging um 500 Euro, Junge. Boah, boah. Sowas finde ich geil. Boah. Ich habe ja letztes Mal schon angekündigt, Leute, dass ich vorhabe, mit euch ein Community-Event zu machen. Und das heutige Community-Event wird ein bisschen was Besonderes werden, weil es beim heutigen Community-Event um Geld geht, meine Freunde. Und zwar geht es um 500 Euro, die ich jetzt hier einfach mal ausschreibe. Auf Ehrenbruder-Basis. Ich möchte, dass ihr was baut und das Team, was das Beste baut, kriegt von mir 500 Euro auf Küsschen-Basis. Ja, das möchte ich jetzt einfach mal ausprobieren, Leute. Mmh, mach mal ja, Alter. Mmh, mmh, mmh. Zu wild. Event-Idee ist folgende, ja. 20 Fünfer-Teams haben eine Woche Zeit, ihr werdet random zu einem Team zugeteilt, ein Grundstück zu bebauen. Dieses Grundstück kann bebaut werden mit was auch immer, ja. Es kann kompletter Bullshit sein, es kann aber auch geisteskrank gut sein. Ihr habt alle Creative Mode, die anderen Teams können euer Grundstück nicht zergriefen. Und wenn ihr innerhalb von einer Woche laut Community Voting und meinem Voting im Stream das krasseste Grundstück abliefert, gibt es 500 Euro von mir auf euren Nacken. Finde ich eigentlich ein faires Angebot. Ich werde jetzt gleich mal mit Tobi die ersten Leute whitelisten, natürlich erstmal die Subs und dann die anderen. Für PayPal muss man noch 18 sein. Dann machen wir 500 Euro, keine Ahnung, Amazon-Gutschein, jeweils ein 100er oder sowas. Machen wir es so. Leute, erstmal liebe Subs, jumpt euer Namen in den Chat, wenn ihr jetzt gewitelistet werden wollt. 100 Leute sind es, ihr könnt 500 Euro gewinnen. Wichtig ist, ihr werdet zu einem Random-Team zugeteilt. Ja, also es ist kein normales Team, was ihr euch aussuchen könnt, sondern euer Team ist random. Ihr müsst irgendeine Möglichkeit finden, wenn ihr euer Team habt. Ja, es sind 20 Fünfer-Teams, euch irgendwie zu connecten, am besten über meinen Discord oder sowas. Das bietet sich darüber ganz gut an. Und dann könnt ihr gemeinsam hier auf Easy-Basis einen Ehrenbruderbetrag von Huni verdienen pro Person. Was ich eigentlich ganz nice finde. So, man muss da mal ein bisschen zurückgeben. Ich sage euch jetzt eins, das mag jetzt ehrenlos klingen. Aber wenn das Gewinnerteam jetzt einfach nur ein decent, normales Haus gebaut hat, dann gebe ich dafür keine 500 Euro. Ich will was Krasses sehen, okay? Ich habe hier einen Anspruch und ich will was geisteskrank Gutes sehen, okay? Deshalb versucht zusammenzuspielen, versucht euch zu organisieren, versucht euch einen Plan zurechtzulegen, Alter. Geht auf Discord zusammen und kick it off, my man. Kick it off. Lass dich gerne inspirieren. 80 Leute, Tobi. Wir sind 80 Leute. Und nochmal, sollten jetzt alle Teams bauen, außer eins, und dieses eine Team hat beispielsweise einen rosa Pimmel gebaut, weil es das einzige Team ist, das das verstanden bekommen hat, dann wird dieses Team keine 500 Euro von mir bekommen, okay? Ich sag das jetzt nur hier. Ich möchte, dass jedes Team das Beste gibt und ich möchte, dass ihr euch hier zusammenschließt und maybe findet ihr sogar Freunde fürs Leben hier in Minecraft, oder? So wie ich damals, als ich meinen Minecraft-Freundin Reefed hatte. Geil, Mann. Das war toll. Jetzt haben wir keinen Kontakt mehr. Aber die Zeit, wo wir zusammen waren, war wunderschön. Ich würde sagen, wir sind 4 Leute. Tobi, start das Event. Komm, let's go. 3, 2, 1 und auf geht der Hase. Los. Ja, die Teams sind alle nummeriert. Ich bin jetzt hier im Team mit Ferdi und Kneisi und Cracker und Chaos Gamer. Zieh mich aber jetzt hier an der Stelle raus, meine Freunde, weil ich nicht mit euch bauen werde. Wir haben jetzt hier eine wunderschöne Übersicht, meine Freunde. Jedes Team hat jetzt hier Platz. Jedes Team sind 3 bis 5 Leute ungefähr. Im Maximal eigentlich 4 bis 5 Leute. Ja, Leute, ihr habt jetzt alle Zeit, was krass zu bauen. Organisiert euch in den Teams. Ihr habt alle einen Teamchat, meine Freunde. Guckt, dass ihr alle was zusammen als Team auf die Reihe bekommt. Und dann fangt an, Leute. 48 Stunden Zeit auf diesem kleinen Grundstück muss was krass entstehen. Ich habe das Grundstück extra nicht zu groß gewählt, ja. Und ja, ich würde sagen, let's go. Gut, Leute, es ging um 500 Euro und wir werden jetzt zu dritt den Gewinner gemeinsam natürlich mit dem Chat hier rausfinden, Leute. 500 Euro gab es und danach, ja, und danach, Alter, startet direkt das nächste Event, oder? Yeah, /pause. Wir pausieren das Event, gehen in den Game Mode 3 und fliegen die ganze lange Strecke bis zum ersten Grundstück an Malakka. Dort treffen wir uns, wir drei, und werden dann beginnen mit der Bewertung. Ich will mich hier nicht spoilern lassen, Leute. 500 Euro gibt es für das Gewinnerteam zu gewinnen in Form von Amazon-Gutscheinen. Bin mal gespannt, Leute, was meine Community für 500 Euro hier gebaut hat. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich bin gespannt wie auf Flitzebogen, ich sag euch das. Wir sind trauriger Smiley, mehr nicht. Völlig lost, Digga. Wir markieren uns die besten Grundstücke mit irgendwas, ja? Wie viele Grundstücke haben wir insgesamt? 20 sind's. Fangen wir beim ersten Grundstück an. Wir sehen hier eine zeitgenössische Art-Installation von einer minimalistischen Stärke, die ich hätte nicht besser beschreiben können. Markieren wir direkt mal. So, wir machen das so. Wir markieren hier ganz, ganz dezent, Tobi. Ja? Also so, dass man halt nicht verstehen kann, was wir schlecht finden und was wir gut finden, okay? Okay. Gehen wir direkt zum nächsten. Dieses Team hier auf jeden Fall komplett reingekackt an der Stelle. Oh Gott, ich weiß von wem das ist. Oh Gott. Zum nächsten Grundstück, meine Freunde. Ich glaube, das hat bebaut komplett alleine. Nein, Alter. Don Balbano, es ging um 500 Euro, Alter. Es und der ging liegt um da. 500 Euro, Junge. 500 Euro, Alter. Don Balbano. Er hat einen Keller noch. Er hat einen Keller. Unnötig. Du hast einen Keller. Don Balbano, Alter. Also Don Balbano, Digga, du hättest 500 Euro gewinnen können, wenn du dir ein bisschen Mühe gegeben hättest. Hier haben wir Ein Lizard. Einen runterhängenden Lizard mit einer Kralle.
Oder was ist das hier? An sich das ganz geil. Hier ist irgendein random Geschütz noch. Da ist ein Maulwurf. Ich verstehe das Konzept dahinter nicht ganz. Hier ist eine Glocke. Dann geht's hier runter zu einem kleinen Fluss. Also der Lizard ist ganz gut. Oh, die Villager haben Namen. Petrit der Hund, ja. Vive HD, okay. Ist nicht schlecht. Das ist kein Haufen. Gehen wir zum nächsten Grundstück. Alter. Okay. Hier haben wir ein riesiges Baumhaus an der Stelle hier. Nicht schlecht. Lach, Thomas. Okay, das ist nicht schlecht. Immer so eine Art Hobbiton-Stadt, so in den Bäumen, Alter. Nice one auf jeden Fall eigentlich, oder? Sieht hat übel krass aus. Ja, übel krass würde ich sagen. Nicht, ist mir ein bisschen zu gespammt. Übel krass. Okay. Aus. Kein schlechtes Grundstück so. Finde ich ganz cool. Mag das Team davon. Ist mir ein bisschen zu viel Variety in den Blöcken. Und der hätte halt ein bisschen mehr Busch machen können. Ein bisschen mehr Blätter. Das fehlt, glaube ich, halt ein bisschen. Ne? Ja. Das ist aus dem Internet, schreiben mir gerade auch Leute. Ja, ich sehe es gerade. Oh der Gott. Eine aus dem eigenen Team schreibt, es ist aus dem Internet. Hier willkommen. Ist ein riesiger... Ah ja, hier kann man sich dann... Ich sehe schon, okay, gut. Da vielleicht eine... Ich bin's die geile Ehrenfrau. Ja, ist ein ganz geiler Club hier. Find das hier ganz cool mit den Pistons, mit den Minecarts hier so zum Hinsetzen. Ganz nice. Ja, da würde ich sagen, ist okay maximal, Leute. Ich find's jetzt nicht ultra krass. Ja, ich find's auch nicht schlecht. Aber ist besser cool. Als das letzte. Es ist cool gemacht auf jeden Fall. Gehen wir zum nächsten weiter. Hier haben wir wieder einen ganz minimalistischen Hasen gehabt, Leute. Der Typ hat auf jeden Fall auch nicht verstanden, dass man einfach hier mit Minecraft mal 500 Euro absahen kann. Ich baue hier mal ganz kurz wieder. Bro, lass dich davon nicht beirren. Der, das war ganz alleine. Hier haben wir so eine Art Festung. Oh. Finde ich auch ganz cool. Finde ich ganz nice. Ist ein bisschen trist, muss ich sagen. Ein bisschen einfarbig, finde ich. Ne? Also ja. An sich ganz schön. Sieht aus, no front, wie eine Minecraft-Lobby 2012. Aber muss ja nicht unbedingt ein Front sein. Deswegen ja, ist nicht so 100% mein Stil, aber nicht schlecht. Sieht, erinnert mich ein bisschen an die Mineplex-Lobby, weil die ist auch unglaublich. Oh, schön. Die kennen sie. Hier ist Akani drin. Pluspunkte, Alter. Pluspunkte, weil Akani drin ist, ja. Nice. Hier haben wir einen extrem großen Baum mit einem Bienenstock dran. Der Typ scheint alleine zu sein. Teddy Boy. Finde ich ein kreatives Ding, muss ich sagen. Der Baum sieht nicht schlecht aus. Hier ein paar Äste. An sich aber hier auch sehr schöne Erdtöne verbaut, ja. Der Minecraft-Konnoisseur hier am Start. Nicht schlecht auf jeden Fall. Finde ich cool. Ne, ist gut geworden, Alter. Was haben wir hier? Zur Tropfsteinhöhle. Okay, gehen wir mal runter. Tropfsteinhöhle des Ausrufezeichen Primes. Ja, nicht schlecht. Akanis Blatt. Ganz wichtig, Leute. Akani hat hier leider. Akani hat, glaube ich, Trisomie 21. Aber. Er hat seinen eigenen Platz, das ist wichtig. Hier sind ein paar Stalagniten, Stalaktiten. I like. Das ist ein Eichhörnchen, kein Akani. Ach so, okay, ich verstehe. So, hier haben wir... Oh, geil. Da geht's aber ein Screenshot mal an der Seite. Akani, komm mal her. Guck mal, Bro. Die Leute haben dich in Minecraft gebaut. Guck mal da. Siehst du das? Guck mal. Erkennst du das? Das bist du. Da. Er ist ein bisschen geschockt, glaube ich. Ja, hat mein Auge geleckt. Kann ich jetzt nicht so deuten. Nice, Mann. Finde ich nicht schlecht. Sieht halt mehr aus wie ein Fuchs, aber trotzdem ganz cool. Ja, aber Akani sieht hier auch. Hier unten haben wir halt so eine moderne Villa noch. Akani nicht abbauen, please. Finde ich cool. Gefällt mir. Hier haben wir ein Hochhaus zur Prime-Insel. Die hatte ja nicht viel Platz. Das ist das Ding. Die haben auf jeden Fall was draus gemacht. Hier, oh, schon nice. Alter. Hier ist ein Paternoster drin. Was? Krass. Hallo. Oh mein Gott. Okay, Leute, das müssen wir... Lol. LOL! Ja, mega gut. Geil. Das ist crazy. So eine Art Hotel, ne? Ist echt ja. Geil, Alter. Sieht ziemlich fresh nice. Aus. Ziemlich nice. Badezimmer. Ich glaub, den Brunnen kann, auch geil, Alter. Also wirklich. Hier ist der Jausenraum, die Mensa. Hier wird gejaust. Bedient sie Gamers Time. Vive, ungenießbar. Okay, nice one. Auf jeden Fall Liebe zum Detail hier drin. Finde ich geil. Ficht gleich richtig, gleich falsch. Ticht gleich richtig, ticht gleich falsch. Der Paternoster hat mich echt gekickt, Alter. Der Helikopter hier an der Stelle. Stark. Gefällt mir cool. Gefällt mir cool, oder? Gefällt mir gut. Schönes Grundstück auf jeden Fall. Gut bebaut, Alter. Creator Code Revinzer, da ich sehe es gerade. Geil, Alter. Geil. Nice one. Nice. Auch ein Silber? Oder? Auch ein Silber, ja, auf jeden Fall. Okay. Das höchste war bisher nur Silber. Ja, ich bin der, Digga, das ist, das muss man sich auch mal, ne? Muss man noch sich verdienen hier. So, hier haben wir einfach nur ein sehr eintöniges Haus. Ja, also ist halt, man hat halt sehr viel Zeit. So, mit der Minecraft-Bahn hier, die einmal rund geht, nicht schlecht so. Aber da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin, oder, Tobi? Ich finde es ein bisschen leer und das Haus hat nicht so Kontraste. Okay, hier haben wir. Was? 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 Ich muss kurz eine Frage stellen. Ist da, hier haben wir... Hä? Ist das ein Flugzeug mit einem Fisch? Ist es, ich weiß es nicht, Leute. Kann ja einfach eine Missgeburt sein, ne? Man weiß es nicht. Ist das hier die Pissrunde oder wäscht man sich darin die Hände? Ich weiß es nicht. Beides. Okay. Hier haben wir die Küche. Wird auf jeden Fall ordentlich geraucht, Alter. Eher Shisha-Bar drin, ne? Aber nicht schlecht. Gefällt mir. Ich finde es interessant. Ich weiß nicht genau, was es ist. So eine Art Baumhaus mit einem fliegenden Fisch oben drüber. Und Restaurant. Oh, das gefällt mir echt gut. Hier ist eine Menge Contrast drin, ne? Das Grundstück ist schön geterraformt mit Custom-Made Trees. Sehr nice. Da haben wir einen Anwärter, der eventuell auf die 500 kommen könnte.
Gefällt mir schon mal ganz gut. Okay, Elementar Gaming. Gehen wir mal rein. Auftreten. Okay, wir machen das mal. Oh, okay, hier ist ein Gang. Weiter. So eine Schatzkammer. Okay, nice. Hier haben wir eine Schatzkammer. Das hier ist interessant. Ah, das ist eine Kamelrennbahn. Kann man auf jeden Fall schon mal... das Terraforming gefällt mir wirklich gut. Tobi, was sagst du dazu? Ich finde, der Kontrast zwischen unten gerade dem Raum, wo wir gerade waren, und dem hier ist so krass. Mhm. Meinst du, da kann man mal ein Gold vergeben schon? Ich würde Gold mit Silber mischen. Dann haben wir hier, Bombe. Was hat... Bro, was... Also... Kreative Idee so, aber was hat er gebaut? Das ist ein Geheimversteck in einem alten Kloster, welches Kriegsverflüchtung verwendet. Man sieht oben einen B2 Spirit Tarnkappenbomber. Dieser wurde... Ganz weirder Minecraft-Film hier, Alter. Hashtag for World Peace, aktive Spieler. Okay, es geht also darum, dass hier ein Zeichen gesetzt werden soll. So ein politisches Grundstück also, ja? Die Kommunisten wieder hier am Bauen, ich sehe schon. Der Bomber sieht ganz neat aus, actually. Die Drohnen hier oben sind sehr kreativ. Die mich ein bisschen. Die finde ich geil. Die Drohnen sind wirklich gut. Guck mal, Tobi. Habe ich tatsächlich noch nie gesehen irgendwo, ne? Nee, das ist self-made. Das finde ich gut. Ja, ja. Oh, okay. Jetzt ein Atomreaktor. Okay, das mit dem Bunker finde ich nice. Gib da auch mal ein Silbergold. Finde ich auch nicht verkehrt. Ja. Nächstes Grundstück. Hier haben wir eine richtig schöne Wolke. Ja, hier ist halt alles auf einer Ebene wieder, Leute. Ihr könnt den Boden halt auch bearbeiten. Das meine ich halt. Man hätte ja halt hier so viel machen können, ne? Das finde ich halt immer ein bisschen schade. So, das hier oben gefällt mir echt gut. Das ist sehr kreativ, sehr cool. Sehr schön, gerade das hier, diese Spirale. Finde ich aber jetzt nicht so insane. Inside the Box. Ich bin gespannt, Alter. Das gefällt mir, sowas. Sowas finde ich geil, weil... Da hat jemand extra nochmal seine Fläche begrenzt und was Eigenes draus. Boah! Boah! Junge! Alter! What? Das ist krass, Leute. Alter. Das ist crazy nice. Das ist brutal krass. Gut. Jetzt genau hätte man hätte jetzt hier noch ein paar Lanzen und Ranken reinbringen können. Inside the Box. Ich mag den Gedanken dahinter. Ich mag den Gedanken. Ich mag, dass er gesagt hat, so. Ich baue mir jetzt hier eine Kiste anderes hin. Es ist was Neues, Leute. Da können wir mal Gold vergeben, Tobi. Ja, das auf jeden Fall. Wirklich geil. Wirklich gut gemacht, Leute. Ehrlich. Nächstes Grundstück. Lull. Ist das Tobi? Bist du das? Hä? Tobi, du bist gefeuert. Ja, das bist du. Das bist du und ich mit der Ziehharmonika. Ach so. Alter, Akani, nein! Ein ganz wilder Hase, oder? Aber ist schon lustig so. Hier haben wir einen Hexenturm oder sowas in der Art. Der Drache ist nicht aus dem Internet, okay. Sieht aber nice aus, der Drache. Finde ich cool. Sehr schön geworden. Nimm mal den Knopf. Ich... Gut, ja, ist ein Secret an sich. Ist auch decent, finde ich geil. Ich verstehe das hier oben mit der schwarzen Platte nicht, aber... Schwarzer Himmel vielleicht. Not bad, though, not bad. Alter. Junge, Tobi. Ja. Du siehst es, oder? Moment, lass mich kurz gucken. Oh mein Gott. Digga. Damn. Vor allem, die da aus der Nase raus. Alter, das ist von innen nochmal hohl. Junge. Das ist crazy, Alter. Wenn das aus dem Internet ist, ist komplett wack. Yannick hat das gebaut. Nee, ich habe jetzt mal Ice and Fire Dragon in Minecraft eingegeben und da finde ich jetzt nichts, was da irgendwie... Fire und Eis, Alter. Ausgleich der Kräfte, extrem ja, starkes Scheiß. Topic, Alter. Wirklich, nice one. Da können wir auf jeden Fall ein Gold geben, definitiv. Hier oben bin ich mit Akani und Trimax auf einem Adler, eine Rakete, ein großes Zäpfchen und ein modernes Haus und Romatra. Und hier ist noch Revi als deines Baby. Also weißt du, wie viele Themen die gemischt haben? Ja, hier ist halt so eine Höhle, dann ein modernes Haus, auf einmal Zeppelin, Mittelalter, dann seid ihr da oben. Ich find's gut. Oh, Alter, oh, Malakka, Junge. Hier mit Regenwolken, Junge. Das ist cool. Boah, Digga, das ist dieses Thema hier Australien, ne? Auch stark. Auch sehr stark, Alter. Ein Papagei, der hier auf seine Eier schaut. Hier oben fliegt nochmal ein Papagei. Da ziehen wir mal ganz das Redstone. Das finde ich geil. Sehr, sehr geil, wirklich. Auch sehr cool. Hier ist das Feuer. Hätte man ein bisschen anders darstellen können, finde ich aber nicht schlecht. Weil letztendlich sieht es so aus, wenn es einen Waldbrand gibt. Macht auf ein wichtiges Thema aufmerksam. Oh mein Gott. Lol. Alter. Warte, diese erste Part kommt mir so bekannt vor. Dün. Das ist Crab Rave, Junge. Ja, doch, ja. Ich dachte gerade, hä, wo kommt's her? Wie geil, Alter. Auch die Libelle hier vorne. Ja, da geben wir auch ein Gold für, keine Frage. Ja, finde ich sehr geil. Gehen wir weiter. Hier haben wir ein sehr, sehr geil gebautes Haus. Info. Oh, lol. Aufzug. Okay, wir haben wieder einen funktionierenden Aufzug. Geiles Ding. So eine Treppe geht's hier nochmal runter. Nices Haus hier auch an der Stelle. Oh, lol. Hier haben wir ein Feschzimmer. Nice Design, würde ich auf jeden Fall reinfaschen. Finde ich ganz nice. Wir haben hier oben nochmal einen Helikopter. Auch wieder mit einer Deutschlandflagge dran. Ich verstehe nicht, warum hier so viele Deutschlandflaggen drauf sind. Wieso ist hier Petrit? Und warum ist hier... Ich glaube, das Flugzeug fliegt in ihn rein. Ich weiß es aber nicht. Wir haben die Box, wir haben die Drachen und wir haben Australien brennt.
Schwierige Wahl, Leute. Ich würde sagen, wir lassen die Community abstimmen und orientieren uns zumindest an dem Ergebnis. Wir übernehmen es hier 1:1, aber wir machen das Straw Poll. Ja, Australien brennt hier gerade ganz knapp vorne. Wir sagen, wir warten mal, bis so 1000 Leute abgestimmt haben. Find alle echt extrem stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Digga, so einfach, die Stimmen gehen so krass schnell hoch. Ich muss aber dazu sagen, Leute, dass ich mit dem Ranking tatsächlich vollkommen mitgehe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Tobi. Also, ich fand bei diesem Think Outside the Box die Idee krass und die Umsetzung krass. Okay, also, haben die Drachen wirklich krass. Wir haben die Box, die ich auch sehr geil finde. Finde ich wirklich sehr stark. Finde ich die Idee einfach killer. Bei der Box stört mich eine Sache, Tobi. Die geht nicht nach unten. Und es ist innen drin, in meinen Augen, nicht genug Leben drin. Also es fehlt mir ein bisschen, dass es mit Ranken überwachsen ist. Ja, es ist ein bisschen drin, ja. Man hätte mehr Secrets und mehr Detail einbauen können. Das musst du sehen, das ist so. Ja, die Drachen finde ich persönlich wirklich geil. Muss ich ehrlich sagen. Gerade der Innenraum hat es mir echt angetan. Und ich weiß, dass es halt ein komplett Custom-Ding ist. Das finde ich wirklich crazy nice. Und Australien brennt, da kickt mich die Message halt wirklich krank rein. Und ich finde auch die Umsetzung extrem stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Australien brennt hatte die Mucke noch drin, Tobi. Oh ja, Crab Rave, okay, ja doch. Schwierig. Marcel, was ist dein Favorit? Sei ehrlich, von den dreien. Ich persönlich bin auch voll für die Message, was Australien brennt angeht. Ja. Finde aber die Drachen auch geil. Okay, also schwanken wir alle drei gerade zwischen Drachen und Australien brennt, so wie ich das sehe. Man könnte natürlich jetzt sagen, Splitpot. Das würde das Verliererteam wahrscheinlich nicht einsehen, oder? Also das halt... Jedes Team. Das ist man muss aber noch eine Sache kurz erwähnen. Es ist schon echt heftig, was die hier in der kurzen Zeit nochmal alle hochgezogen haben. Chat, was sagt ihr? Australien oder Drache? Ihr könnt jetzt nochmal reinstimmen, Leute. Es ist unglaublich spannend, Alter. Ja, ich bin jetzt echt selber krank gespannt, ne, Tobi? Australien hat den emotionalen Vorteil. Weißt du, was ich meine? Also, es ist sehr knapp, Leute. Das ist sehr knapp. Es ist fast ein 50-50-Ding. Alter, Digga, es ist so knapp. Es ist so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es ist insane, oder? Ja. Oh, Junge, das ist echt krass. Das ist wirklich, wirklich krass. 15 Stimmen noch. Und wir sind und da. Fertig. Also Australien hat mit 1% wirklich minimal mehr gewonnen. Aber ich würde sagen, es mag jetzt vielleicht nicht fair klingen, aber ich bin der Meinung, wir machen wirklich zwei erste Plätze, finde ich. Ja, ist, glaube ich, am besten. Wir machen zwei erste Plätze und wir teilen den Preis. Jedes Team 250 Euro. Das ist, wir haben zwei Gewinner an der Stelle. Ich hoffe mal, das ist okay. Ich will jetzt hier den diplomatischen Weg gehen, Alter. Team Drache und Team Dschungel bzw. Team Australien brennt hier jeweils 250 Euro als Team eingesackt. Und beim nächsten Event langen wir vielleicht nochmal ein bisschen tiefer in die Tasche. Je nachdem, wie das hier funktioniert. Auf jeden Fall, krank geiles Event, hat mir mega Bock gemacht. Sau geil, Alter. Kuss geht raus an die Community. Cool, dass ihr das gemacht habt. Ja, passt. Man könnte auch beiden 500 Euro geben. Romeox, Digga. Ah. Beim nächsten Mal. Vielleicht gehen wir beim nächsten Mal auf die 1000 Euro. Einfach, Leute. Wir steigern uns. Wir wollen ja nicht direkt. Wisst ihr, was ich meine? So, deshalb. Oder wisst ihr was, Leute? Wir machen, komm. Wir machen beide Teams 300 Euro. Beide Teams 300 Euro. 600 Euro hier. Gab's den Preispool. Und beim nächsten Mal gehen wir auf ein bisschen höher. Das Geld. So, das war's mit diesem wunderschönen Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, geht auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, Leute. Und wir sind an der Stelle raus. Macht's gut. Und ich gehe jetzt erstmal 600 Euro Amazon-Gutscheine kaufen. Nur ein bisschen was zurückgeben an der Stelle. So, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Bis dann. Ciao.